Hallo Leute, ich mal eben mit einem etwas anderen Video. Und zwar habe ich ganz, ganz viele Kommentare von euch bekommen und Nachrichten und ich möchte euch natürlich nicht ungewiss lassen. Außerdem habe ich es ja noch häufig in den anderen Let's Plays angekündigt. Es gibt einiges zu berichten. Eigentlich habe ich momentan nur vier Punkte, die ich mal kurz ansprechen möchte. Und ich möchte euch da halt nicht im Dummen sterben lassen. Als erstes, wie ihr schon richtig seht, geht es um Pokémon Mondnacht. Ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ihr kennt das Sprichwort. Es ist bei weitem nicht vergessen. Wishmo, Alkadam und ich sind auch wieder mehr aktiv an der Sache. Ja, wir hatten eine Zeit lang eine Flaute, das lag aber nicht daran, dass wir keine Lust mehr auf das Projekt haben. Das wird weitergeführt, definitiv. Das steht völlig außer Frage. Wann die nächste Beta kommt, kann ich euch nicht verraten, aber sie wird kommen. Ihr seht auch schon hier etwas neuere Artworks. Ich glaube, alle sind noch nicht bekannt. Und wenn doch, habe ich einfach Pech, Bilder aussuchen. Ja, also das war eigentlich nur ganz kurz am Rande erwähnt. Pokémon Mondnacht ist nicht vergessen und es wird definitiv kommen. Also seid gespannt. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber ihr wollt ja Qualität und nicht irgendwas dann geklatschtes. Immerhin kam Pokémon Mondnacht bei euch gut an. Und wir wollen eigentlich diesen Standard, dieses Niveau beibehalten. Ja, das ist eigentlich soweit alles. Falls es Fragen gibt, in die Kommentare unten. Ich werde versuchen, die alle zu beantworten. Also was heißt, ich werde versuchen, wenn sie nicht total hirnrissig, dämlich und bescheuert sind, beantworte ich sie natürlich. Ansonsten gibt es das Forum. Kann ich direkt auch was zu sagen. Wir sind zwar momentan da auch weniger aktiv, hat aber andere Gründe. Auch da haben wir momentan jemanden, der sich aktiver um das Forum kümmert, der uns auch die ganzen Bugfixes, die er da reingeschrieben hat, zusammensucht und uns nachher gebündelt gibt, damit wir effektiv an der ganzen Sache arbeiten können. Also verliert da nicht Interesse, auch wenn eine Zeit lang nichts kommt. So ein Projekt dauert halt mal, es ist anstrengend und ich denke, ich verrate euch nichts Neues, wenn ich sage, ja, ne, es ist halt schleppend. Aber wie gesagt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, es wird weitergeführt und es wird auch bald schon eine neue Beta geben. Wie weit die geht, verrate ich euch nicht, das werdet ihr schon rausfinden müssen. Das nächste seht ihr hier jetzt eingeblendet, der TeamSpeak-Server. Ich weiß, dass ich momentan wenig aktiv darauf bin, hat auch so seine Gründe. Ich kann euch übrigens berichten, dass ich meine Probezeit auch bestanden habe. So, das hat ja eigentlich nichts zu suchen, aber ist ja nicht schlimm. Das heißt, ich habe wieder weniger Skrupel oder Bedenken. Wisst ihr, so die ersten 6 Monate denkt man, ja, werde ich übernommen, kann ich mir jetzt doch eine Wohnung suchen, kann ich oder kann ich nicht. Ja, das Ganze hat jetzt ein Ende. Ich habe meine Übernahme, ich bin jetzt fest. Also ich bin jetzt nicht mehr in der Probezeit, das Ganze läuft gut und ja, gerade die letzten paar Wochen, Monate habe ich mich natürlich extrem ins Zeug gelegt und reingehängt, damit ich halt diese Übernahme bekomme, damit das alles gut von der Bühne läuft. Wie gesagt, das habe ich jetzt. Ich werde auch wieder auf dem TeamSpeak-Server vorbeischauen, auch wieder aktiver, versprochen. Ich bin jetzt gerade auch drauf, bin in einem Ankündigungs-Channel, also falls ihr noch nicht drauf seid, die Adresse seht ihr ja unten rechts hier. Kommt einfach drauf, ich freue mich über jeden, der da ist. Es sind viele, viele nette Leute da, echt, und ich lege meine Hand für diese Leute ins Feuer, die da auch täglich sind, mit denen man viel Spaß hat. Es macht Spaß, wirklich, es gibt viel zu lachen. Solltet ihr euch mal überlegen, habt keine Skrupel oder Bedenken, kommt einfach drauf. Ob ich heute drauf bin, weiß ich nicht, mal sehen. Aber es sind viele Leute da, normalerweise da. Vielleicht in letzter Zeit weniger, weil es fast inaktiver wurde, aber in der Regel sind schon welche anzufinden. Das nächste, was ihr hier seht, eine neue Serie, ein Giveaway-Event. Genau, einmal monatlich werde ich jetzt einen Giveaway-Event starten. Wie das Ganze aussieht, verrate ich noch, ja, was heißt verrate ich noch nicht? Es ist einfach, stellt euch vor, ihr habt ungefähr eine halbe Stunde Video, wo eine Zusammenfassung von diesem Spiel läuft. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. In was für einem preislichen Rahmen das ist, variiert von Monat zu Monat, genau, weil einmal monatlich. Ich werde erstmal klein anfangen, weil ich sehen muss, weil ich möchte natürlich kein Minusgeschäft machen. Das wäre ja Unsinn. Ne? Es ist ja Unsinn. Aber ihr wisst ja, auch durch die Junior-Partnerschaft werden die Videos monetarisiert. Und das ist ja eigentlich nur erst durch euch möglich. Und das ist halt meine Art, um euch wieder etwas zurückzugeben. Ja. Wenn ich merke, dass das Ganze gut läuft, dass auch Leute ihren Adblocker ausschalten. Ich meine, um Gottes Willen, ich werde jetzt hier keinen zwingen, seinen Adblocker auszuschalten. Ich kann es erstens nicht nachweisen und zweitens benutze ich selber einen. Von daher
macht euch da keine schlechten, wie sagt man, also macht euch da kein schlechtes Gewissen oder ähnliches, falls ihr irgendwie ein Gewissen habt. Macht, wie ihr das möchtet. Ich werde euch dazu in keinster Weise in irgendeiner Form verpflichten, zwingen oder auch nur anstiften. Wenn ihr den, also wenn ihr es denn aus habt und ich merke, okay, ich merke auch, dass die Vergütung höher ausfällt, dann werde ich das auch sicherlich mehrmals im Monat machen oder mit höherklassigen Spielen, was das Ganze angeht. Was das für Spiele sind, das kann halt komplett unterschiedlich sein. Das kann, ich weiß es nicht, es können Steam-Spiele sein. La Mulana war im Remake. Ich werde mir da schon was ausdenken. Und ja, ich denke mal, es ist eine Art Dankeschön an euch, da ihr ja eigentlich die wart, die das Ganze erst ermöglicht haben. Ja, nebenbei kann ich nochmal erwähnen, das liegt auch direkt zusammen mit dem nächsten Punkt. Das seht ihr jetzt hier eingeblendet. Ich verrate noch nicht viel darüber. Ihr seht Gaming Points. Was das Ganze zu bedeuten hat, verrate ich nicht, wie gesagt. Ich wollte es nur mal ganz kurz angekündigt haben. Ich gebe auch keine weiteren Infos drauf. Guckt mal auf gamingpoints.de vielleicht. Vielleicht ist da was, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Jedenfalls kann ich euch verraten, dass es darunter früher oder später das gleiche wie jetzt bei diesem Giveaway-Event auch für euch gilt. Also es gibt auch dort Spiele nachher zu gewinnen. Ja, wie gesagt, mehr wird nicht verraten. Es ist eine Überraschung für euch. Ihr wisst ja, ich bin ziemlich selbstlos. Wenn ich was für euch tun kann, dann mache ich das. Und ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Vielleicht noch nebenbei, was jetzt nach Terranigma und Elements Destiny kommt. Ich werde die alteinsässigen Spiele erstmal vollenden. Ich habe auch schon mit Sui und mit Drago geredet. Das heißt, Secret of Evermore und Secret of Mana werden definitiv weitergeführt. Und auch unmittelbar danach werden zwei weitere Digimon-Spiele folgen. Das ist Digimon Rumble, ach Quatsch, Rumble, World 2003 und Digimon World 2, glaube ich, sind's. Ja, glaube ich jedenfalls. Das eine wird zusammen auch mit Zubi sein und das andere höchstwahrscheinlich mit Aika Drummer. Weil auch viele gefragt haben, ob da nicht immer was kommen kann. Jetzt habt ihr auch Antwort. Ich will das Video auch gar nicht großartig in die Länge ziehen. Ihr wisst, worüber ich geredet habe. Ihr wisst, worum es geht. Ich danke euch fürs Zuhören und sage, wir sehen uns im nächsten Let's Play, beziehungsweise im nächsten Part. Und danke fürs Zusehen, Hören, whatever. Tschüssi!